In meinen letzten Videos, bei denen es um das Thema Intervallserien im BDMP ging, hat ein Follower, den ich auch noch persönlich kenne, mit dem ich befreundet bin, mit dem ich zusammen auf der IWA war, sich immer wieder herablassend darüber muckiert, sorry Gecko, ich kann es nicht anders da ausdrücken, dass ich beim Runtergehen in die Fertigstellung zwischen den einzelnen Schusssequenzen zu weit nach unten gehen. Ich möchte jetzt mal etwas erklären. Und zwar, das ist jetzt höhere Mathematik, fällt ein bisschen damals Geometrie. Und zwar, was sind 45 Grad? Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, sie mal, tickt der Ken noch ganz rund. Ich glaube aber, manche. Haben es bis heute noch nicht so ganz verstanden, was sind denn eigentlich 45 Grad beim Schießen? Und da ist es egal, ob das im BDMP oder im DSB oder anderen Vereinen, Verbänden ist. Wir wollen das ganze Ding mal durchgehen. Und zwar, wir fangen jetzt mal, es geht leider nicht anders da, mit der höheren Mathematik an. Wenn wir die 45 Grad Fertigstellung beim Skisport nehmen, müssen wir sie natürlich in Relation stellen zu der 90-Grad-Position. Die 90-Grad-Position ist letzten Endes der Anschlag. Das heißt, wir gehen in Anschlag und sind hier 90-Grad. 90-Grad-Körper. Ja, das heißt, das ist die horizontale. Wenn wir jetzt hingehen und wir nehmen eine 90-Grad-Haltung ein, würde das ja bedeuten, wir schwenken die Waffe 90-Grad nach unten, wäre also die Senkrechte. Na, das wäre quasi 90 Grad, die wir schon gar nicht hinkriegen, allein schon anatomisch nicht. Egal, wie groß oder wie klein das Bäuchelchen ist. Ja? So, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir wollen auf 45 Grad, dann nehme ich davon die Hälfte. Und das, liebe Leute, ist in etwa diese Position. Das entspricht in etwa die Hälfte von 90 Grad. So, natürlich, ich weiß auch selber, ich gehe manchmal bis hier unten hin. Ja, ich kenne aber auch Schützen, die versuchen sich durchzumogeln, indem sie nur so machen. Leute, das ist keine 45 Grad. Und wenn ich so etwas als diensthabender RO sehe, dann gibt es eine Ermahnung und beim zweiten Mal gibt es eine DQ. Weil ganz klare Regelung heißt 45 Grad Fertigstellung. Und 45 Grad ist nicht so. Ja, sondern hier sind wir bei. Sag ich mal, den Nullpunkt. 90 Grad nach unten wäre die Senkrechte. 45 Grad, ergo in etwa die Mitte. Das, liebe Leute, ist eine 45 Grad Fertigstellung. Ist auch eigentlich ganz einfach. Und nun kann es natürlich passieren, dass diese 45 Grad, je nach Kamerawinkel, je nachdem, wie die Kamera zu mir ausgerichtet ist, Das ist natürlich dann aussieht, wenn ich so stehe, dann sieht das hier, obwohl ich in der 45-Grad-Stellung bin, sieht wesentlich mehr aus, also die Waffe sieht wesentlich tiefer aus, als sie tatsächlich ist. Denn wenn ich jetzt mich drehe, seht ihr, ich bin eigentlich in der 45-Grad-Vorhalte. Stehe ich aber so und die Kamera, weil ich eben den Schuss mit mehr erfassen will, als die 45-Grad-Halte. Klar, kann natürlich aussehen, dass ich tiefer runtergehe. Ich weiß, ich gehe ab und an mal tiefer runter, aber... Da arbeite ich ja durchaus auch dran. Falls ihr euch wundert, warum die ehemals weiße, dann grüne, jetzt wieder helle Wand so scheiße aussieht im Moment. Mein Junior ist noch am Arbeiten. Er lässt sich ein bisschen feiern, ist nicht weiter schlimm. Aber die Wand ist in Arbeit, er hat das Material jetzt auch zusammen, sich zusammen besorgt über mich. Und äh, da kommt jetzt auch ein bisschen Wallung rein. In diesem Sinn, denkt dran, 45 Grad sind nicht das hier, auch nicht das hier, sondern das da. that's good